Drei Jahre lang hat der FC Basel in Bern nicht mehr gewonnen. Mit Hilfe von Raul Bobadilla soll diese Serie heute möglichst enden. In seinem fünften Einsatz für den FCB von Beginn weg erhoffen sich die Basler endlich Tore vom Argentinier. Sein Ex-Club, die Berner Young Boys, will sich im letzten Heimspiel der Saison aber positiv in Szene setzen. Entsprechend engagiert beginnen die Berner. Die FCB-Defensive hält in den ersten Aktionen das Risiko möglichst tief. Lieber sicher zum Eckball klären, als eine unkontrollierte Abwehraktion riskieren. Gleich zweimal werden IBs Angriffe so gebremst. Basels Abwehrreihe bleibt im Fokus. Hier leistet sie sich ein Missverständnis und Affum kann losziehen. Der Winkel wird klein und kleiner, zu klein für einen erfolgreichen Abschluss. Der FC Basel in der Startviertelstunde offensiv extrem zurückhaltend. Auch hier gilt, nur kein Risiko eingehen. Dann aber zieht Raul Bobadilla drei Verteidiger auf sich. Ein Haken, ein Schuss. Wir notieren, Raul Bobadilla rechtfertigt seine Nomination für die Startelf in der 19. Minute. Der Argentinier arbeitet viel, ist motiviert bis in die Haarspitzen. Vielleicht auch, weil es bei jeder Ballberührung so tönt. Die IB-Fans haben seinen Abgang noch nicht verdaut. Es ist aber unübersehbar, wenn Basel vor der Pause noch zu einem Tor kommen sollte. Raul Bobadilla müsste der Ausgangspunkt sein. Vielleicht ja jetzt. Stocker versucht den Hackentrick. Marco Wölfli ist zur Stelle. Vier Minuten vor der Pause. Wieder bricht Bobadilla über rechts durch. Streller, nein, das Pech klebt ihm weiterhin an den Schuhen. Meint man und sieht in der Wiederholung, dass Scott Sutter den eigenen Torwart zur Glanzparade zwingt. Dann ist Pause. Großen Willen, mit einem Sieg heute Meister zu werden, hat der FCB nicht gezeigt. Freistoß Basel dann 10 Minuten nach der Pause. Da wird Gaston Sauro umgerissen. Penalty für den FCB. Klare Sache. Alexander Gernd verwechselt Fußball mit Schwingen. Fabian Frey übernimmt die Verantwortung. Im Cupfinal hat er verschossen. Heute trifft er. Fabian Frey beruhigt die FCB-Nerven in der 55. Minute. Solange der FCB heute gewinnt, ist ihm der Titel kaum zu nehmen. Bald aber wieder Aufregung im Strafraum, diesmal vor Jan Sommer. IB fordert vehement einen Penalty, den die Berner aber nicht bekommen. Dragovic blockt hier im Stile eines Volleyballers. Das wäre ein klarer Penalty gewesen. Diese Szene ist ein Weckruf für die Berner. Lange haben sie sich zurückgezogen, jetzt kontern sie im eigenen Stadion. Nuzzolo, der kann schärfer schießen. Ibe liegt zurück und greift nun zum Brecheisen. Marco Bürki holt Stocker von den Beinen, dafür gibt es nur Gelb. Drei Minuten später bringt Bürki auch Degen aus dem Gleichgewicht. Und es gibt eine harte gelbe Karte. Ibe ab der 73. Minute nur noch zu zehnt. Stürmt der FC Basel jetzt in Überzahl zur Siegsicherung Mohamed Salah. Alleine gegen zwei Berner kann er aber nicht viel ausrichten. Und nach 89 Minuten geht Bobadilla vom Feld. In der zweiten Halbzeit hat er stark abgebaut und bleibt weiterhin ohne Treffer im FCB-Dress. Trotzdem läuft der FC Basel in großen Schritten Richtung viertem Meistertitel in Serie. Einen letzten IB-Angriff gilt es noch abzuwarten. Da geraten sich die Basler gleich selber in den Weg, trotzdem keine Gefahr mehr. Und dann ist's geschafft. Der FC Basel holt sich den ersten Sieg in Bern seit 1109 Tagen und ist damit so gut wie Schweizer Meister 2013.